Hallo alle zusammen. In diesem Video werde ich zeigen, wie das BIOS mit Firmware von Drittanbietern verdrahtet wird, warum es möglicherweise erforderlich ist, wo die entsprechende Firmware herunterladen werden muss und was zu tun, wenn für Ihr Motherboard keine geeignete Firmware vorhanden ist. Vor einigen Jahren füllte eine große Anzahl gebrauchter Intel Xeon Service Prozessoren die chinesischen Handelsflächen und schließlich andere Handelsflächen. Nach Ablauf der zugewiesenen Zeit wurden diese Chips aus Rechenzentren abgeschrieben und von unternehmungslustigen Chinesen für einen sehr geringen Betrag ausgekauft. Wie sich herausstellte, ist der Home Socket 775 fast identisch mit dem Server 771. Der Unterschied besteht in zwei Kontakten, die leicht auszutauschen sind. Neuere Modelle für 1366 und 1155 Socket können auch für Heim-Motherboards verwendet werden. Daher sind gebrauchte Service-Chips populär geworden. Für diese Zwecke benötigen sie möglicherweise Firmware von Drittanbietern und den benötigten Prozessor zum BIOS-Microcode hinzuzufügen. So verdrahten sie das BIOS. Detaillierte Anweisungen zur Verdrahtung des BIOS mit Standard-Firmware finden Sie bereits in unserem Kanal. Einen Link zum Video finden Sie in der Beschreibung. Aber jetzt werden wir analysieren, wie man es mit Firmware von Drittanbietern verdrahtet. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Bevor ich mit der Firmware fortfahre, möchte ich Sie auf Folgendes aufmerksam machen. Alle Änderungen an der BIOS-Firmware, die Sie vornehmen, erfolgen auf Ihre Verantwortung. Wenn ein Fehler auftritt, wird das Motherboard möglicherweise unbrauchbar und kann nicht wiederhergestellt werden. Die Dateigröße der ursprünglichen Firmware und der geänderten Version muss bis zu einem Byte übereinstimmen. Wenn Sie dieses Video ansehen, haben Sie höchstwahrscheinlich bereits einen Prozessor für Ihr Motherboard ausgewählt. Und ich werde nicht über Kompatibilität und die Unterstützung von Chipsets sprechen. Also setzen wir den Firmware-Prozess fort. Für die Firmware benötigen Sie eine modifizierte BIOS-Version, die Ihrem Motherboard-Modell entspricht. Sie finden die Firmware im Internet. In der Beschreibung werde ich mehrere Quellen hinterlassen, in denen Sie nach Ihrem konkreten Modell suchen können. Wir suchen also nach Firmware. Hier müssen Sie vorsichtig sein und die Firmware genau nach dem Modell Ihres Motherboards bis zur letzten Ziffer und der letzten Buchstaben auswählen, da unangemessene Firmware Ihrem Board schaden kann. Wenn Sie die Firmware herunterladen, erhalten Sie ein Archiv mit Dateien. Packen Sie das Archiv aus. Darüber hinaus gibt es mehrere Firmware-Optionen. Normgerecht über das integrierte Update-Modul im BIOS selbst, nicht auf allen Platinen verfügbar. Kopieren Sie dazu die Firmware-Dateien auf das USB-Flash-Laufwerk. Aber zuerst müssen Sie es in FAT32 formatieren. Starten Sie von einem Flash-Laufwerk, suchen Sie den Menüpunkt in BIOS und starten Sie die Installation. Das
zweite Methode verwendet ein bordfertiges USB-Flash-Laufwerk mit MC-DOS und die dritte Methode ein proprietäres Motherboard-Dienstprogramm. Am sichersten sind die ersten beiden Methoden. In einigen Fällen können Sie die Firmware-Dateien einfach aus das USB-Flash-Laufwerk kopieren und den PC neu starten. Drücken Sie beim Button F12 oder eine andere geeignete Taste, um den Start auszuwählen. Wenn es nicht möglich war, auf diese Weise vom USB-Flash-Laufwerk zu booten, müssen Sie ein bootfähiges USB-Flash-Laufwerk unter DOS erstellen. Dazu verwenden wir das bekannte Rufus-Programm. Wir stecken den USB-Stick in den Computer ein, wählen die MBR-Partition und das FAT32-Dateisystem aus und wählen unter FreeDOS aus. Klicken Sie auf Start, danach wird das Flash-Laufwerk für DOS formatiert. Sie sehen eine Warnung, dass alle darauf enthaltenen Daten gelöscht werden. Kopieren Sie auf dem formatierenden USB-Flash-Laufwerk das Flash-Treiberprogramm, zum Beispiel FUDOS und die Firmware-Dateien. FUDOS ist ein Programm zur Verdrahtung des Motherboard-BIOS mit AMI-BIOS. Wir starten den PC neu, setzen das BIOS zurück, schließen unser Flash-Laufwerk an und drücken Alt plus F8, um DOS zu starten. In der Eingabeaufforderung schreiben wir zuerst den Namen unseres Firmware-Programms und nach einem Leerzeichen den Namen des BIOS-Datei mit der ROM-Erweiterung. Drücken Sie die Eingabetaste und erneut die Eingabetaste, um fortzufahren. Wir warten auf das Ende der Firmware. Das ist alles. BIOS ist verdrahtet, laden Sie den PC und überprüfen Sie die Arbeit. Und mit Hilfe des Geburtsprogramms sehen wir, ob unser Prozess das System sieht. Damit ist der Firmware-Prozess beendet. Was tun, wenn die geänderte Firmware nicht gefunden werden konnte? Die Firmware kann selbstständig geändert werden. Wenn alles lead gemacht wurde, ist diese Methode noch sicherer als die Installation der fertigen. Da Sie auf jeden Fall die Original-Firmware von der Website der Herstellers des Motherboards herunterladen, garantiert dies die Verfügbarkeit der neuesten Version und das Fehlen von Fehlern. Wenn Sie die fertige Version von Ressourcen von Drittanbietern herunterladen, erhalten Sie möglicherweise eine fehlerhafte Version und zerstören das BIOS. Also gehen wir auf die Website der Herstellers unseres Motherboards und suchen hier unsere Firmware anhand der Nummer auf der Platine. Laden Sie die neueste Version herunter. Wenn Sie das neueste BIOS auf Ihrem Computer haben, können Sie zunächst die Verfügbarkeit vom Prozessor Microcodes beurteilen. Erstellen Sie mit dem Dienstprogramm Universal BIOS Backup Toolkit eine BIOS-Sicherung. Führen Sie dazu das Programm aus und klicken Sie auf Read. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist und klicken Sie auf OK und dann auf Backup. Geben Sie den Pfad zum Speichern der Datei an und klicken Sie auf Speichern. Verwenden Sie das AMI-DHCP-Programm, um den Inhalt der resultierenden ROM-Datei anzuzeigen. Registerkarte BIOS, Futures, Microcode ID. Für die Änderung benötigen wir zusätzlich zur neuesten BIOS-Version noch das Programm MMTool und die Microcodes, die wir hinzufügen müssen. Wir entpacken das Archiv mit Microcodes und belassen aus den Dateien mit der Erweiterung nur die Dateien, deren Anfang mit der Pult Ihres Computers übereinstimmt. Sie können dies Pult auf der Registerkarte AIDA 64 Computer über Achtung Pult-Version sehen. Wenn Sie den Code nicht kennen, führen Sie die Firmware für alles durch. Wenn Ihr BIOS im EXE-Format ist, zuerst müssen Sie es mit dem 7-Zip-Archiver entpacken. Suchen Sie dann eine Datei, die mit BIN, ROM oder möglicherweise etwas anderem wie einer Zeile endet. Wenn Sie eine BIOS-Firmware
LGA 775 erstellen, hat diese normalerweise eine Größe von ca. 1120 KB. Suchen Sie daher noch eine Datei dieser Größe. Sie können auch versuchen, die Datei im MM-Tool zu öffnen. Wenn dies nicht die richtige Datei ist, werden Sie von MM-Tool informiert. Starten Sie MM-Tool, drücken Sie die Lerntraum-Taste und laden Sie das neueste BIOS für die Platine in das Programm. Wenn Sie über das neueste BIOS verfügen, können Sie mit dem Sicherungs-BIOS-Dienstprogramm ein Backup erstellen und bearbeiten. Der nächste Schritt ist das Laden der Xeon-Bytecodes in das BIOS des Motherboards. Starten die MC-Instructor und prüfen Sie, welche Bytecodes bereits installiert sind und welche nicht mehr funktionieren. Laden Sie die neuesten Bytecodes herunter. Die müssen in den MC-Extractor-Ordner gehen. Dort sollte nach der Analyse das Intel-Verzeichnis angezeigt werden. Sie müssen alle alten Bytecodes löschen, die mit Nein markiert sind, und an ihrer Stelle neue kopieren. Fügen Sie jetzt Hirnunterstützung hinzu. Hier müssen Sie je nach Prozessor die entsprechenden Bytecodes auswählen. In meinem Fall heißt die Datei wie folgt. Dabei ist der folgende Name die Exploit der Xeon E54XX Prozessoren und Platz 44 die RGA 771 Plattform. Kopieren Sie die Dateien in der Ordner. Löschen Sie im MM-Tool-Programm alle alten Bytecodes, delete Page-Data und ersetzen Sie sich durch den neuen Bytecode in Sie Page-Data. Vergessen Sie nicht, nach jedem Vorgang auf Apply zu klicken. Fügen Sie einen Bytecode für Xeon hinzu. Jetzt bleibt nur noch das BIOS zu verdrahten, aber ich habe bereits gesagt, wie das geht. Nach der Verdrahtung des geänderten BIOS sollte der Computer den Prozessor sehen. In einigen Fällen wird das Motherboard nur vom Programmiergerät verdrahtet. Das Programmiergerät wird für BIOS benötigt, mit denen Sie zusätzlich Timing bearbeiten und Speicher bis zu 2133 MHz hochlegen können. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen. Daumen hoch, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.